Hallo, meine Lieben. Okay, der Spruch ist nicht von mir, sondern von... Ja, ich wollte gerade hier meckern. Das ist mein Satz, mein Lieber. Ich bin der Tim oder auch gute Laune-Typ. Oder auch DJ oder auch... Alles möglich. Nennt ihn, wie ihr wollt. Und wir haben uns überlegt, da ihr sowieso gerade Feuerrot Let's Play'd oder wie nennst du es? Ich Fire Red. Ich laufe gerade um den Bildschirm rum, um den Fernseher, jetzt sagen wir mal. Du bleibst schön vor deinen NES. Ne, du nennst es nicht Let's Play, du nennst es... Ich spiele mit euch. Ja, ich spiele mit euch. Auf seinem Zweitkanal. Und da habe ich gedacht, er spielt scheiße, ich kann das schneller als er. Und habe ihn gleich mal angeschrieben. Und jetzt wollen wir einfach mal ein Battle machen, wer als erstes zum Zielpunkt kommt. Und der Startpunkt ist hier brav vor der NES von dem Charakter. Und der Zielpunkt ist der Felsorden in Marmoria City. Das heißt, Rocco besiegen und sobald er steht, du hast den Felsorden erhalten, sagen wir Stopp. Und der, wo das zuerst geschafft hat, hat gewonnen. Gut, die ganze Einleitung haben wir euch erspart, von wegen Professor Eich, ja, das ist die Pokémon-Welt, also ein Pokémon hast du noch nie gesehen, bla bla. Und genau. Ja, und ich warte die ganze Zeit. Ja, ich war mich ja schon. Und ich sitze ganz brav vor meinem NES. Ich bewege mich kein bisschen. Was zockst du denn? Mario, ah nee, ist kein SNES. Ja, und jetzt würde ich sagen Startkommando und dann legen wir los. Mega Man 2 spiele ich. Mega Man 2, oh. Mhm. Ich muss auch mal wieder Mega Man spielen. Also dann, auf geht's in 3, 2, 1, go. Juhu! So, und dann lege ich los. Also es wird momentan wahrscheinlich absolut simultan abgehen hier. Mama, lass mich, jawohl. Hast du mit deiner Mutter geredet? Das finde ich sehr nett. Nein. So, jetzt schnell ins Ding von Professor Eich. Da kommt er auch schon. Professor Eich, draußen ist gefährlich. Wilde Pokémon leben im hohen Gras. Du brauchst eigene Pokémon. Ich hoffe, du warst jetzt wirklich in seinem Professor, im Labor von Professor Eich. Was soll ich denn sonst machen? Ich habe mich da nicht durchgecheatet. Nein, ich habe ja vorhin schon mal kurz von Anfängerfehlern gesprochen und da habe ich gehofft, der geht direkt in sein Labor und nicht ins wilde Gras daraus. Ja. Drei Pokémon, haha, in den Pokébällen, ja, Jugend war er, ja, bla. Red schneller, oh, ach nein, die haben wir reden. Und was mit mir? Geduld, TJ, deine Zeit wird kommen. Hast du ihn auch nach mir benannt? Ja, ich habe ihn Kata genannt. Ah, welche Überraschung hier, welche Überraschung. So, also noch ist wahrscheinlich absolut nicht spannend. Weißt du, was ich mir gerade überlegt habe? Ich hätte ja voll cheaten können. In der Zeit, wo du redest, hätte ich die Textgeschwindigkeit auf schnell stellen können. Verdammt, bin ich nicht... Verdammt, ja genau. Also wir lassen die jetzt auf so Textgeschwindigkeit... Nö, ich mach sie jetzt auf schnell. Wäre ich mal ruhig geblieben, wa? Ja, das wäre jetzt echt ein Trick gewesen. So, ich habe die Herausforderung bereits von DJ, aber der Typ kann nichts. Ich glaube, ich habe noch nie gegen DJ verloren. Ja, man, noch nie. Das wird doch heute nicht passieren, wahaha. Welches Pokémon hast du eigentlich genommen? Sag ich doch nicht. Ach, ich habe mir noch keins genommen, also. Also ich habe Shiggy genommen. Ich auch, natürlich. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe mit Bisasam brauchst du gegen die Käfer viel zu lange und gegen bist mit den Steinen gut dabei. Genau. So, ich hätte vielleicht einen Routenschlag machen sollen, bevor ich hier die Tackle loslege, aber... Jetzt wird draufgehaut. Nein, er senkt meinen Angriff. Jetzt wird draufgehauen, wie blöd. Ja, ja, komm. Sei froh, meiner macht die ganze Zeit Tackle, so verliere ich noch. Boah, ich verliere... Du brauchst den Level Up nicht. Ja, meiner macht absolut keinen Schaden mehr. Ja. Ach, leg dich ins Zeug, Shiggy. Ich hab verloren, ne? Der hat nur Tackle gemacht. Seit wann macht... Jetzt ernsthaft? Ja. Okay, das wird, wenn jetzt kein Volltreffer macht, den Sieg habe ich in der Tasche. Aber verlieren ist, glaube ich, gar nicht mehr so schlimm, außer dass du kein Level abbekommst. Nee, das war mich stundenlang zutextet und ich hier sitzen soll. Ah ja. Oh, nein. Der Rivale hat meinen Namen, die soll auch verlieren. Ich habe das jetzt einige Male gespielt, diesen Mist, vor allem diesen Anfang. Die machen immer nur Heuler, Rutenschlag, irgendeinen Scheiß. Jetzt hat das Bisasam nur Tackle gemacht, hat eine Initiative und hat mich besiegt. Bei mir ist TJ bereits rausgegangen. So, was muss ich jetzt machen? Ich habe gar keine Ahnung mehr. Na, auf jeden Fall muss man raus. Die Karte braucht man nicht. Also, du kannst die Karte holen, ich brauch sie nicht. Du hast schon einen Vorteil. Einen kleinen, oder? Nee, dafür habe ich den ersten Zufallskampf. Ein Radfratz.
Nee, ich meine einen ganz anderen Vorteil. Ich habe gerade eine Person zweimal unnötig angesprochen. Um dir den Trank abzuholen? Nein. Nein? Also zweimal, wirklich zweimal unnötig. Ja. Wen spricht man denn da an? In heißt das Alabaster oder Alabastia? Ach, ich habe die ganze Zeit gedrückt und da habe ich diese blöde Tuse da zweimal angesprochen. So, okay, Pokémon Center brauche ich nicht. Du ist der Markt, da ist der Markt, so. Ich habe jetzt mal ganz bewusst die Textgeschwindigkeit so gelassen, einfach mal um zu gucken, ob das was ausmacht. Also, wenn du das wirklich willst, dann nur damit du eine Ausrede hast, nachher ich habe verloren, aber nur weil die Textgeschwindigkeit so weit unten war. Ja. Nein. Wir hätten natürlich so mit irgendeiner Wette noch abschließen können, hier der Verlierer muss, was weiß ich was. Das stimmt allerdings. Aber nein, es ist das erste Battle und da können wir mal brav und ganz einfach so spielen. Jetzt habe ich sie hochgestellt, damit ich keine Ausrede habe. Nein, das war nur ein Witz, aber gut. Gut. Und ich habe einen Taubsi. Ich auch. Ja, aber ich fliehe von meinem. Ja, ich nicht. Ich muss ja hochleveln. Du kämpfst gegen wilde Pokémon? Ich habe das Level up verpasst, Mann. Ja, aber trotzdem, da gibt's genug Trainer, mit denen du später kämpfen kannst. Oh nein, ich habe das Paket vergessen. Wie kannst du denn das Paket vergessen? Das ist der einzige Grund, warum wir hier sind. So, und weil ich so schwach war, muss ich sogar jetzt schon ins Pokémon Center. Das sieht nicht gut aus für mich, würde ich mal sagen. Nein, das war nur ein Witz. Ist natürlich abgegeben. Und ich habe meinen Pokédex. Ich habe meinen Pokédex. Benutze es und 5 Pokébälle. Du hast doch nicht jetzt schon deinen Pokédex. Natürlich, es liegt aber auch hauptsächlich daran, dass ich vor jedem wilden Pokémon geflohen bin. Ja, ich muss gegen Wilde, da kriegst du doch keine Erfahrung. Kämpf doch später gegen die Trainer. Klar, das ist nur ein Trainer. Ich sag dir das. Ja, ich kämpf ganz. Jetzt, wo ich den Vorsprung habe, werde ich gegen weit mehr kämpfen als nur einen. Ich habe mir da sogar mal überlegt, welche ich anspreche und welche nicht. Echt? So, und gegen das Radfratz Level 2 kämpfe ich ganz sicher nicht. Zack, Flucht weg. Ich glaube. Ah, soll ich mir Tränke kaufen? Also wenn ich echt schon so einen Vorsprung habe hier. Wir spielen gerade mal 9 Minuten. Ich sag dir das, das war das Level-Up am Anfang, dass der Typ mich besiegt hat. Aber da wird man ja nicht mehr ohnmächtig, soweit ich weiß. Nein, aber der labert mich stundenlang dicht. Das waren 7 oder 8 Textblasen, die er mir geschickt hat. Ja, er hat meinen Namen. Mich hätte ich auch wahrscheinlich 5 Stunden lang nur beleidigt und wie schlecht du bist. Und mit einem Level 5 Schicki kommst du nicht weit. Du solltest kein Pokétrainer sein. Du solltest, keine Ahnung, Schutz verstreuen auf irgendwelchen Wiesen und Leuten davon erzählen, wenn sie dich ansprechen. Das ist der Live-Effekt. Ich sag dir, wenn ich kann jetzt 100.000 Mal Pokémon anfangen, ich werde nie wieder gegen dieses Pokémon verlieren, weil es nie wieder nur Tackle machen wird. Es tut mir echt leid. Dafür, vielleicht hast du einen Vorteil, ich kaufe jetzt erstmal schick ein hier. Ich habe überlegt, ob ich irgendwas kaufen soll. Ich habe natürlich gleich erstmal geguckt, ob es da überhaupt einen Schutz gibt. Aber Schutz gibt es ja noch gar nicht. Genau das habe ich auch geschaut. Beim ersten Mal anspielen, Schutz, das wäre die Lösung. Nein, gibt es nicht. Die Supertreter gibt es auch erst nach dem Felsorden. Ja. Oh nein. Nein. Hätte man ihn umgehen können? Ich glaube nicht. Nein. Oh, verdammt. Den alten Mann da? Dieser alte Trottel. Ja, nee. Vor allen Dingen, was für ein Müller labert. Er will mir jetzt zeigen, wie man Pokémon fängt. Und fängt dann Hornlio. Ja. Was macht jeder normale Trainer, bevor er ein Pokémon fängt? Natürlich, er schwächt das Pokémon. Aber nicht der alte Opa hier. Achso, ich hätte einen einzigen Pokéball. Ein Meisterball erschießen, hätte ich jetzt gesagt. Das funktioniert natürlich. Da kommt der alte Opa, wirft einen Pokéball. Juhu, der alte Opa hat Nornio gefangen. Und jetzt machen es alle Jugendlichen, die aus Alabastia kommen, genau wie er und werden alle von Hornio getötet. Jetzt ist natürlich die Frage, kaufe ich mir jetzt auch Sachen oder gehe ich direkt durch? Ich glaube, wenn ich jetzt noch einkaufen gehe und sowas, dann habe ich eh keine Chance mehr.
Also du musst, ich glaube, es bringt nichts auf Risiko zu spielen. Du brauchst Gegengift. Und ich meine, hallo, das ist der Britannia-Wald. Ich glaube, Gegengifte sind Pflicht. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich meine, vor allem was wild ist, kann man fliehen, aber... Ich glaube, die Tränke sind der wichtigere Teil, das, was ich brauche. So. Ich mache auf Risiko. Ich glaube, ich laufe falsch. Ich glaube, ich laufe falsch. Ich gehe direkt durch. Okay. Das erste Pokémon. Ich habe... Im Moment ist es noch durchschnittlich mit den... Ich glaube, ich laufe falsch. Oh nein, bitte nicht. Ich glaube, ich kaufe doch noch was ein. Also wenn du dafür jetzt extra nochmal in den Shop zurück... Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Och, Scheißdreck. Dann nehme ich jetzt den blöden Pokéball mit. Mist! Ah, du bist da links hochgegangen? Mist! Mist! Ja, jetzt habe ich wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendeinen Mist. Noch einen Trank oder so. Oder was da Sinnloses. Oh, ja genau, den kann ich brauchen. Ein Pokéball ist für so ein Time One total wichtig. So, dann gehen wir wieder zurück auf diesen richtigen Weg. Verdammt! Verdammt, damit ist die Zeit, die du im Trainerkampf mit den Sprechblasen verloren hast, schon längst wieder weg. Ja, oh aber... Mann, so, kämpfe ich gegen dich? Ja, ach, du kämpfst gar nicht. Also, weiter geht's. Aber dich nehme ich mit. Auf Nummer sicher. Du hast auch Pokémon, lass uns kämpfen. Gegen zwei werde ich auf jeden Fall kämpfen, aber vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Nein, der hat ein Hornlilu. Ach so. Aber Level 6, das könnte übel sein. Tja, das wird auf jeden Fall Level up, wenn ich das Viech besiege. Ja, senk ruhig meine Initiative. Mach das. Den ganzen lieben langen Tag kannst du das machen. Und Giftstachel. Mal sehen, ob gleich der erste mich vergiftet. Nein. Ach, Attacke geht daneben. Und wieder ein Fadenschuss. So. Wie läuft's bei dir im Moment? Ein paar Hinweise ja, hier. Ich habe gerade einen blöden Fehler gemacht. Ja, ich laufe jetzt einfach durch. Tatsache, du gehst durch den Wald. Wie gesagt, ich gehe auf Risiko durch den Wald durch. Weil mein okay. Plan ist ja, dass ich einfach nur Blubber brauche. Weil sobald ich Blubber habe, muss ich nichts anderes mehr mit meinem Shigi machen. Außerdem finde ich übrigens ein Gegengift auf dem Weg. Ja. Wenn ein einziges langt, hast du Glück. Ja, ich werde ja nicht vergiftet. Das ist ja das Ding. Jo. So, ich habe meinen Blubber erlernt schon mal. Immerhin, aber einen Kampf habe ich noch. Käfer-Sammler Baldur. Und warum tackle ich, wenn ich Blubber einsetzen kann? Ich fail hier momentan echt, ey. Ich hab noch nicht vorbei. Oh, ein Safcon. Da kämpfe ich bestimmt gegen. Das wäre witzig so. Den ganzen Part über gegen einen Safcon kämpfen und du bist bei Rocco. Genau. Genau. Mit seinem 19. Härtner, aber diesmal mache ich hier... Oh, sorry, ich hab's wieder verklickt. Ich hab Glück. Das war nämlich das, was ich... Ich bin nämlich durchgegangen auf Risiko. Du hast 15 Volltreffer. Nein, weil ich mich... weil ich in Erinnerung hatte, man findet einen Trank in dem Wald. Das war so. Ja, man findet auch auf dem Pokéball in den Wald, also... Echt? Ja, ich zeig dir wo. Du musst einmal nochmals auf den Startpunkt zurück. Und dann nach links. Es ist gut, dass du den hast, ne? Dann kannst du dir ein zweites Mal fangen. Das ist total... Auf jeden, genau. Wenn mein Level 9 Shiki nicht ausreicht, habe ich immer noch ein Level 2 Raupi. Das macht dann Onix im Nu fertig. So. Hätte ich den Vorsprung gehabt, hätte ich den Trainer hier auch noch mitgenommen. Oh nein. Na geil. Das Hornliebe drückt mir erstmal einen Volltreffer mit dem Giftstachel. Jetzt verliere ich wahrscheinlich doch noch. Gift dürfte hier etwa 3 abziehen. Nee, ich wurde nicht vergiftet. So, er hat einen Volltreffer. Dreh dich um. Nein! Nein! Du dämlicher Trainer, ey! Ich will durchlaufen und er dreht sich instinktiv um. Verdammt. Und was hat der Trainer? Ein Raupi und ein Safcon. Nein. Ein Safcon? Ich glaube, er hat ein Safcon, aber ich habe Blubber. Insofern ist es nicht ganz so schlimm. Okay. Verdammt. Ist Blubber vielleicht doch nicht so vorteilhaft hier. Das könnte echt ein Nachteil gewesen sein. Ich glaube, die Würfel haben sich rapide gedreht hier.